Antonín Dvořák hat mit seiner Komposition für Cello und Orchester, dem Cellokonzert in H-Moll, nicht nur etwas Neues, sondern vor allem eine musikalische Innovation geschaffen. Während der Zeit der Romantik war es üblich, dass das Orchester das Soloinstrument nur begleitet hat. Dvořák hingegen hatte ganz andere Ideen. Schon bei der Einleitung, dem dreiminütigen und sehr langen, ausgedehnten Tutti, kann man eine Idee davon bekommen, welche symphonische Anlage Dvořák schaffen wollte. Der Moment, an dem dann das Soloinstrument in strahlendem H-Dur das erste Thema vorträgt, zeugt nicht nur von der heroischen Kraft dieser Komposition, sondern verlangt dem Solisten alles ab. Ich glaube, dass die Virtuosität und das virtuose Element in diesem Konzert zurückzuführen ist auf die Freundschaft, die Dvořák zu unterschiedlichen Cellisten der Zeit hatte. Er war einerseits befreundet mit Victor Herbert, einem amerikanischen Cellisten, der auch selber komponiert hat und ein wunderbares Cellokonzert geschrieben hat, in seiner Zeit in New York, als er dort Direktor war, als er dort unterrichtete. Und dann hatte er eine große Freundschaft zu dem tschechischen Cellisten Hanoš Vihan, dem auch das Konzert gewidmet ist. Und ich glaube, dadurch, durch diese Erfahrung, die Dvořák mit den Cellisten machen konnte, war ihm auch klar, welche technischen Möglichkeiten das Instrument hat. Und aus diesem Grund sind auch die durchaus hohen Anforderungen zu erklären, die es eben bei diesem Konzert in der Aufführung gibt. Was mir immer sehr große Freude bereitet bei dem Konzert, ist, wenn das Orchester wirklich in seiner ganzen symphonischen Pracht und auch Gewalt
zu hören ist und dann das Cello in diesen virtuosen Passagen kommuniziert mit dem, was das Orchester vorgegeben hat. Gerade das ist eine große Herausforderung einerseits, aber macht auch unheimlich viel Freude. Thank you.